Diese Aufnahme trägt das Datum 17. Februar 2022 und entstand über dem Sternenpark Rhön. Sie zeigt Merkur in der Morgendämmerung. Dort war er etwa für eine Stunde zu sehen. Ab Anfang März wird der Merkur von der Sonne überstrahlt und ist mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar. Wenn überhaupt, zeigt sich der Merkur entweder kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang jeweils knapp über dem Horizont. Wegen dieser Zurückgezogenheit gilt der Merkur als das scheueste Himmelsobjekt unter den Planeten. Mit den Helligkeitswerten der Venus kann er es allerdings nicht aufnehmen. Dafür ist er zu klein und seine kraterübersäte Oberfläche absorbiert einen Großteil des Sonnenlichts. Benannt ist der Planet nach dem geflügelten Götterboden der Römer, Mercurius. Bereits die antiken Astronomen hatten erkannt, dass der Merkur in nur 88 Tagen über den Himmel eilt. Für Kopernikus war diese schnelle Reise ein Beleg dafür, dass von allen bekannten Planeten der Merkur den geringsten Abstand zur Sonne haben muss. Das neue Weltbild mit Merkur als Nachbar der Sonne war das Ergebnis. Hier eine Darstellung des Athanasius Kircher. Der scharfsinnige Athanasius Kircher, aufgewachsen im Hochstift Fulda, war als Jesuit offiziell ein Verfechter des ptolemäischen Weltbildes mit der Erde als Mittelpunkt. Ließ es sich aber nicht nehmen, in seiner Schrift Astronomica das kopernikanische Weltbild wie eine Weiterentwicklung erscheinen zu lassen. Auf der anderen Seite steht die Behäbigkeit, mit der sich Merkur um die eigene Achse dreht. Er benötigt für eine Umdrehung 58 Erdentage. Extrem auch die Temperaturschwankungen. Auf der sonnenzugewandten Seite steigen die Temperaturen auf ca. 430 Grad Celsius. Auf der sonnenabgewandten Seite herrscht eisige Kälte bis minus 180 Grad. Atmosphäre, Fehlanzeige, dafür hochenergetische Strahlung in tödlicher bzw. zerstörerischen Dosen für jedes Leben. Mit anderen Worten, der Merkur ist alles andere als einladend und beim gegenwärtigen Stand der Technik ist nicht absehbar, dass jemals Menschen dort landen bzw. siedeln werden. Gelegene Kraterbecken in der Nähe der Merkurpole eignen sich möglicherweise als Basen für unbemannte Missionen. Im Kraterinnern können Areale existieren, die einerseits im strahlungsarmen Sonnenschatten liegen, andererseits von den Reflexionen der umliegenden Kraterwelle profitieren können. Thank you.
Zurück in die Gegenwart. Zurzeit steht die Grundlagenforschung im Fokus. Nach zwei erfolgreichen NASA-Missionen startete im Oktober 2018 die Europäische Raumfahrtorganisation ESA und die japanische Raumfahrtbehörde JAXA die Merkur-Mission Bepi Colombo, benannt nach dem italienischen Mathematiker Giuseppe Colombo. Wenn alles klappt, soll Bepi Colombo den Merkur im Jahr 2025 erreichen, auf eine Umlaufbahn einschwenken, für einen längeren Zeitraum viele Fotos schießen und im Dienste der Wissenschaft vielfältige Aufgaben erledigen. Es könnte sein, dass der Merkur den Status der geheimnisvollste Planet des Sonnensystems bald verliert.